Slipfit, also nicht, dass ihr es nötig hättet, aber das ist ja so ein Damenmodell. Ja, ja. Slipfit
Slimfi mit dran. Ja. Slimfi mit dran, dann haben wir hier noch die Harley. Nehmen wir auch etwas da rein? Nein, die stehen im Regen. Sie nehmen nichts, die stehen im Regen. Und der Herr, der sonst, ich bin gewaffnet vom Beruf, er dreht die Haare so schön auf. Er ist ein Alter, aber wir sagen, dass ich schon da bin. Wo nimmst du? Darf ich nur sagen? Wo nimmst du? Hast du es nicht gerne? Ich will es nicht gerne. Willst du einen Holzstern aus dem Auto anschauen, vielleicht? Das ist ja so ein Einstiegsmodal, gell? Einmal noch einen Holzstern, gell? Jetzt machen wir es so. 1-1, hören wir mit noch, ja. Jetzt machen wir es so, ich komme schnell umziehen. Und dann nachher dürft ihr euch merken, was ihr bestellt habt, auch du, gell? Ja, ja. Gut, bis nachher, Messi. Das tue ich richtig. Das tue ich Ihnen schon. Hinger gibt es Tauchli Macaroni. Dort hängen. Aber geht schnell rein, sie warten auf euch. Wir wollen noch schnell bei euch sehen. Okay, ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich tue mal das mit Maschinen an. Also ich muss sagen, es war nicht so einfach, das Zuckerrot herzustellen. Ich habe etwa 2 Jahre Wochen geübt und meine ganze Nachbarschaft hat müssen essen. Jetzt fangen wir einfach mal an. Die erste Worte ist selbstverständlich für den Ehrengast, also für unseren Shampoo. Ich mache jetzt mal ein Mikro, wo du hörst, Gefühl hast, dass du es in Ruhe kannst. Wir sind eben mit 250 Gramm Zucker, darf es ein bisschen mehr sein. Machen wir ein Kilo, jetzt kommen wir zu. Ich habe ja rechte. Du bist der Stoppmöcke, schön. Stopp, stopp! 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 Okay. Das ist schon abgelaufen, Moment. Das ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Ich mache ein Geburtstagsmodell und ich habe ihn ein bisschen beobachtet heute Abend. Und er ist wirklich super drauf, hat immer ein Smile auf dem Gesicht. Und ich dachte, ein Smile zum Geburtstag passt wunderbar zu ihm. Happy Birthday, alles Gute, hoch soll er leben. Wer hat die Edwarte Slimfi? Wer ist sportlich? Sind Sie sportlich? Du, wir sind ja per Du. Nicht. Und wie sieht es mit dem Herrn da hinten aus? Sportlich? Dann mache ich dir eine Watte, die ist nicht zum Essen, sondern zum Trainieren, sogenannte Fitnesswatte. He? Oh, das kommt da oben raus, das Zeug läuft relativ rassig ab. Oh. Willst du das entsorgen?
Ich bin ein unglaublicher Sieg. Ich habe die Paya zweimal die Pauke verloren. Es ist in Fasnachtszeitung gestanden. Überall. Und heute ist es eben wieder losgegangen. Ich habe gerne mitgespielt. Ich bin Keller, aber die Pauke war nicht mehr da gewesen. Und ich habe gesucht und ich bin wieder in die Stadt, überall in Keller geschaut, weil die Pauke war hier noch mehr gewesen. Und jetzt, eben so. Das sind eben die Schwimmwohniker, die Bären so schlimm sind, die geile Sieche. Die geilste Gucke, die ich immer noch dabei sein möchte. Seit 20 Jahren bin ich da dabei. Wow. Thank you.
Thank you.
die was im Nächsten haben. Gemschi oben auf der Acht. Der Himmel wird langsam violett. Rosarad und Wolken, die haben schon goldene Ränder. Es ist eine wunderbare Stimmung. Es ist herrlich. Und so bist du im Berg. Hocken den Zweig. Ich bin schon so Glück. So Glück. Drum sind groß vor sich her. Vor meinem Alter muss ich schreien, wo ich drei Hüfe geschissen habe. Ich könnte gewiss noch auch in Zähnen, es macht sehr
Kommentare hier abgeht. Erstens mal, merci vielmals, dass so viele super Kollegen und Kolleginnen, Freunde und Freundinnen und solche Sachen und das hier herkommen. Es ist unüberwältigend, was hier musikalisch abgeht. Und wir müssen noch überrascht werden heute Abend von der Pickelbackel da, von dem Freund, der da schon mal war. Nein, ein bisschen das und ein bisschen das und Gurkenmusikkollegen, die mich verarschen. Und nachher kommt der Brunnen auf, mit der Konkurrenz auf einer Kreuzfahrt-Game mit Martin Reisen. Das übrigens Kreuzfahrt irgendwo ins Mittelmeer. Ist schon unterwegs gewesen. Normalerweise hat er mir am 20., am 30., am 40., am 50. gespielt. Wenn ich heute Abend nicht konnte kommen. Ich sage schon noch direkt vom Chef. Brümmer ist seit x Jahren einer von meinen besten Freunden. Und ich auch hohe Freude sein da ist. Danke, dass ich das ganz gekommen bin. Viel Vergnügen mit dem schönen Lied. Warum sind wir da? Es geht mir auch nicht mehr. Alle helfen mit. Alle helfen schon mit singen. Also, alle zusammen helfen schon mit singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Thank you.
den Quiznis im Halle-Club vom Abere. Und ich möchte Uri auf die Bühne bitten und euch da schnell vorstellen. Eine immergeile Stimme, jawohl. Grüezi du, Chef, du Riesengeist. Ja, liebe Gäste, ich habe eigentlich vorgehabt, um 7:30 etwas anzusagen. Jetzt habe ich etwa 10 Liter Bier in die Dose. Und das ist auch etwas schwieriger, aber es macht eigentlich nichts. Ich finde es toll, wir kennen den Schäfer, den auch, wir kennen den schon lange, den noch länger. Ich hatte riesen Freude gehabt, den Schäfer mal, morgen um 2 ist du mir gekommen, und sagst, was meinst du, mit 50 können wir den hier machen. Wir haben ja nicht über die Alter geredet, ah, eigentlich ist er und dann haben wir gesagt, ja, das geht irgendwie, wir haben es angeschaut zusammen und das ist stark gekommen. Wir kennen den Schäppu schon lange. Der Schäppu ist ein geiler Sieg. Er ist ein lieber Sieg. Und Grilli hat gesagt, mal Schäppu, für dich machen wir das. Schön bist du da, schön bist du zu uns gekommen. Dass er Geschmack hat, das haben wir schon lange gewusst, der Schäppu. Alles gut, helfen wir uns ein J'avais dessiné sur le sable un doux visage qui me souriait. Oui, il a plu sur cette plage. Et tout le monde. Et j'ai crié. Sans désespoir, sans espoir, j'ai crié. Yeah.
Thank you.
You mind? Shake it up, baby.